Die Einführungswoche der Universität Liechtenstein hat begonnen und die ersten Studenten sind schon eingetroffen. Wir haben sie gefragt, warum sie in Liechtenstein studieren, was ihre ersten Eindrücke sind und was sie vom Studium erwarten. Mein Name ist Simon Mittermeier, ich arbeite fürs International Office an der Universität in Liechtenstein. Am vergangenen Wochenende sind mehr als 50 internationale Studierende bei uns in Liechtenstein eingetroffen. Die meisten aus Europa, einige aus Asien, aus Lateinamerika und zum ersten Mal dabei auch jetzt zwei Australier, das freut uns sehr. Die sind beide aus Adelaide von unserer neuen Partnerhochschule. Die Studierenden befinden sich jetzt momentan alle in der Einführungswoche und die Einführungswoche hat zum Ziel, dass wir die Studenten ein bisschen mit ihrem neuen Umfeld vertraut machen, mit Landleuten und Kultur vertraut machen. Und dazu gehört eben auch heute unsere Scavenger Hunt, also die Schnitzeljagd durch Vaduz. Die Idee war eigentlich, dass wir diese formale Anmeldung der Studierenden hier am Rathaus und auch am Ausländer- und Passamt irgendwie kombinieren mit etwas Unterhaltsamem, mit etwas Kurzweiligen und etwas, das ihnen den Ort ein bisschen näher bringt, wo sie der für die nächsten Monate auch ihr Zuhause sein wird. Jetzt sind die ersten schon hier im Rathaus, melden sich an und die anderen haben sich bereits verteilt hier im Ort und versuchen einige Fragen zu beantworten. Fragen über Land, Leute und Kultur. Um diese Fragen beantworten zu können, müssen sie bestimmte Orte aufsuchen. Also jetzt zum Beispiel die Landesbibliothek, das Kunstmuseum oder das Ausländer- und Passamt. Ich bin der Philipp, ich komme aus München und ich studiere Architektur hier in Liechtenstein an der Uni. Ich bin Max, ich komme aus Luxemburg und ich studiere Business Administration. Ja, ich heiße Tau, bin aus Rostock, aber meine Eltern kommen ursprünglich aus Vietnam und studiere hier Architektur im Bachelor im 5. Semester. Ich bin Arne aus Deutschland, aus Bremen. Ich studiere Architektur. Wir hatten einen Professor aus Vaduz bei uns an der Hochschule in Wismar und der hat das alles vorgestellt und ich fand das ganz interessant, mal was anderes zu sehen, weil Mecklenburg-Vorpommern ist wirklich flach. Es war auch schön, hat Strand und alles, aber mal einfach die Berge zu sehen, hier zu leben, ja, hat mich stark interessiert. Weil es hier so schöne Berge hat und ich hier bin, um viel Sport zu machen und weil das einfach eine gute Uni ist. Weil es mir hier gefällt und weil es mich interessiert hat, einfach nach Liechtenstein zu kommen. Ich mag die Landschaft sehr gerne. Ich fahre unheimlich gerne Snowboard und ich will von den umliegenden Architekten ein bisschen lernen, von der Nachhaltigkeit und von dem Lehmbau. Ich bin jetzt 2 Tage hier. Was mir hier gefällt, ist vor allem die Natur und die netten Leute. Ich bin hier seit 2 Wochen. Wie gesagt, mir gefällt die Landschaft sehr gut. Ich mag die Berge und die frische Luft. Ich wohne aber in Feldkirch, aber fahre dann jeden Tag her. Und ich finde es anders auch, wie die Menschen reagieren, dass man sich in den Bus setzt und dass die Leute gleich Hallo sagen, obwohl man sich gar nicht kennt. Also dass die Menschen hier offener sind, also herzlicher sind als im Norden. Ich glaube, es gibt ganz viele nette Leute hier, es gibt ganz viele tolle Austauschstudenten und das pendelt sich einfach von alleine ein. Ich habe jetzt Landschaftsarchitektur unter anderem auch, was ich an meiner Hochschule nicht lerne, also was wir nicht haben als Angebot. Ja, so verschiedene Module angeboten zu bekommen und neue Menschen kennenzulernen.